Okay. Das Sebastian-Prinzip, Stufe 1. Ich hoffe, es klappt. Dass wir das jetzt spielen können. Willkommen zu Hitman 3 Demo. Demo Version. Okay, wir spielen ihn hier. Ein Attentäter. Unser Ziel ist Sebastian Sato. Kleiden sich als Eventpersonal. Okay, ich werde sowas von verkacken. Überwinden wollen wir nicht. Springen wir nicht am Tod. Jemanden überwältigen ist auch eine bescheuerte Idee. Vielleicht können wir aufs Klo gehen. Irgendwo hin, wo uns keiner so direkt sieht. Oh oh. Wir sind im Arsch. Und damit verfolge mich. No funny business. Keep it cool, Jackass. I don't want to hurt you, but any street fight. Das war nicht so auf. Das war etwas auffällig. Ich verstehe die Störung nicht ganz. Okay, so viel dazu. So mein erster Versuch. Okay, aber wir sind da in einen verbotenen Bereich rein, aber ich würde hier keinen. Also. Ich würde versuchen, irgendwo abseits der Menge das zu machen. Will ich hier nicht. Ein Blick von allem, wo alle das sehen können. Hier haben wir zwei Leute. Okay, riskieren wir was. Hallöchen. Können wir überwältigen? Knock someone out like that. You better be ready to pay the consequences. Nein, 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 du hast jetzt nicht ab. Hier ist nix. Hier gibt's nichts zu sehen. Hier ist keiner. Was ist mit ihm los, Kollege? Was ist mit ihm los? Keine Sorge. Ich bin nur ein Angestellter hier. Kein Grund zur Sorge, alles in Ordnung. Ich weiß auch nicht, wer hier der Täter war. Shit, ich bin so ein schlechter Täter. Finden Sie Rattengift. Und sie verstecken. Wo sie jetzt Rattengift herkriegen. Während ich schon aufgeflogen bin. Aha, wir können uns hier verstecken. Ah, was ist los, Madame? Schlüssel fehlt. Gut, das hätte vielleicht der Wachmann jetzt gefragt. Open up your toolboxes, gentlemen. Get him! Shoot him now! Kommt doch hinterher. Dann kann ich euch hier ausschalten.
Das lief nicht so optimal. Diese Steuerung. Wir sind ein bisschen trainierter, als ich, wie es ausschaut. Ah. Okay, wir müssen das ein bisschen eleganter machen. Ich bin schlecht in diesem Spiel. An die Sache mit der Toilette, das war schon gar nicht so eine schlechte Idee. Es hat einer zu viel und die müssten wir halt auch noch ausschalten. Ach komm. Komm da unten mit. Jetzt sind alle alarmiert. Ach komm, willst mich verarschen. Können wir noch entkommen? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Jetzt so am Arsch. Ich hab's versucht. Gott, bin ich schlecht. Lustig für euch, mir beim Scheitern zuzusehen. Ich kann doch hier nicht mitten im Saal jemanden überwältigen. Und sie hintersehe den Alarmiert, der im Schleichen. Nochmal umgucken. Okay, Ben hat uns gesehen. Wir müssen den irgendwie. Ah, oh, verdammt. Können wir die Leiche irgendwo verstecken? Okay, jetzt müssen wir noch raus. Gift. Hallöchen. Schau mich hier mal um. Nichts und nichts Auffälliges. Rattenlift würde ich mir hier vermuten eher. Oh! Sehr schön. Wir waren Wachmann und so. Die Herren. Good day to you, sir. Vielleicht können wir irgendwie noch einen Scheich mit Twitter ziehen, obwohl ein Wachmann schon sehr gut ist. Wo
Wo zum Henker von der Rattengift? Ach, da drüben. Ist etwas auffällig, ich werde dem mal nachgehen. Rattengift. Hey, ich hätte ja mal Rattengift versteckt. Wieso habe ich das jetzt in der Hand? Große Güte, wie soll denn das klappen? Ich habe das gerade konfisziert. Bring das mal in Sicherheit, bevor noch was passiert. Was haben wir hier? Nichts sie getötet. Hoppala. Das war, da ist was lose geworden. Das war nicht meine Schuld, das war locker. Ja, ich bin da, um das zu... Was ist denn hier passiert? Ach, hier hätten wir es vergiften müssen. Ich bin ein Profi. Rattengift. Sehr auffällig. Das würde jetzt bestimmt trinken. Warten Sie darauf, dass das trinkt. Er wird das vergessen und wieder trinken. Okay, nun. Wir haben es verkackt. Ja, Kacke, bin ich schlecht. Meine Scheiße töten. Wir sind eh tot. So viel dazu. So, selber planen. Schleichen wir uns da rein. Okay, aus irgendeinem Grund machen wir uns auf so Ding. Hier passiert nichts.
Finn hat was gesehen. Der Wachmann. Ich versuche mal keine Leute zu töten. Zumindest dabei erwischt zu werden. Den Unschuldigen. Sind hier gerade konfisziert? Rügen Security, brauchen Sie Hilfe? Sie sehen gerade richtig aus. Klingt eigentlich selber nicht. Völlig unverdächtig. Tell me, man, because if it's contagious, oh god, that would not be good. Oh, hoppala. Ah, sir. Hello, Tom. So, können wir den verstecken. Ach du Scheiße. Können wir ins Klo stecken? Der braucht noch ein bisschen. Ich sneake nicht. Ich habe mich nur geduckt aus Versehen. Da ist was passiert. You know, I can see you. You're not very good at hiding. Warum sneak ich denn? Warum zum Henker? Warum sneak ich? Sehr sass. Und wie entsneak ich mich? Ich habe doch Sato eliminiert, oder nicht? Was, wie komme ich jetzt hier? Ach, verdammt. Ist doch nicht dein Ernst. Hier ist nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Müsste doch irgendwie entkommen können. Gott, das klingt nicht. Alter Schwede, das war so gut. Here we go again. I
read an interview with the architect and a design manager. Es war noch Sato, den wir umkehren, den wir Toilette verfolgt haben, oder nicht? Schließen. Jetzt hier. Du machst keinen Mucks. Nein, nicht mich. Das war schon wieder scheiße hier. Netzzeugen beseitigen. Hier ist die Verkleidung. Rattengift. So, ich muss hier mal durch. Ich habe einen Auftrag. Okay, jetzt ist es in der Luft. Ach, was für ein schöner Tag. Ich muss einen Weg hier rausplanen. Als ob mich da jemand verdächtigt hat. Es ist alles in Ordnung. Nichts passiert. Nichts passiert. Alles in Ordnung. Alles in bester Ordnung. Wir müssen schnell ein anderes Gleis suchen. Du Scheiße, Mann. Ach, verdammt. Wir hätten hier irgendwo ein anderes. Und jetzt sind wir schon wieder gescheitert. So, ich habe hier keinen gesehen. Der ist einfach hier weg. Das ist einfach ein Angestellter, der war ganz böse. Ein Security Man. Und was ist hier los? Sato. Ist doch Sato, oder? Wir haben einen Apfel genommen.
Hoppala. Was machen wir jetzt mit dir? In einen Ausgang. Wie kann ich aufhören, da zu sneaken? Ich sneak jetzt hier auf einmal. So, ja, hier. Einfach rausmarschieren. Der braucht ein bisschen, der kotzt sich gerade aus. Ganz okay. Muss der auch aufs Klo? Ich hoffe nicht. Ich bräuchte jetzt mal eine Businessman oder ein Scheiß-Uniform, um hier rauszukommen. Okay, in die Richtung hier. Ich kann hier oben. Sicherheitsmann wäre nicht schlecht. Death only, das ist. Hier darf ich rein. Looking good, man. Looking good. Krieg ich ja nicht überwältigen? Wieso nicht? Untertauchen. Sind wir noch kommen? Eliminiert. Können wir noch ein anderes machen oder? Ich finde es gleich nochmal. Ja, ich finde es gleich nochmal. Okay, dann denke ich mal. Das war die eine Testmission, die wir machen können. Das beste schon im Prinzip. Oha. Den Trailer. You are Agent 47. The world's finest professional hitman. Hired by the International Contract Agency to take on the most dangerous high-profile targets of the world of assassination. In these 21 playgrounds of possibilities, there is no target out of your reach. Every decision is yours to make and impact the outcome of your mission. Agent 47 can infiltrate anywhere. By finding unconventional paths, usurping an identity, or old-fashioned brute force. And sometimes, all you need is an invitation. You can blend in anywhere and plan your next move as you figure out the weaknesses in the guard's routine. Your targets are some of the most protected people in the world. Circumstances change, and you will need to adapt. With a vast arsenal of weapons, gadgets, and surprising solutions on site, the possibilities are endless. Everything is a weapon in a creative assassin's hands. Surrounding you is a living, breathing world of opportunity. Action, reaction, cause, and effect.
From unfortunate accidents to careful exploitation of a bad habit. Your every move is calculated and precise, hidden in plain sight. You are the ultimate weapon. As you master each location, you will unlock new tools and weapons to refine your approach and playstyle. Each mission is highly replayable, and every playthrough brings new stories and situations. Once you're done with the main campaign and familiar with each location, set yourself up as a professional on your own terms with Hitman Freelancer, our latest game mode, where as 47 you choose which crime syndicates you want to take down to keep the world in balance, earn mercies, and unlock weapons and tools from the comfort of your customizable safe house. Discover the Patient Zero campaign story. Keep challenging yourself with ever new suites of escalations and player-generated contracts. Show the world your marksmanship in sniper mode. Test your hard-learned skills against elusive targets where failure is not an option. Master the world of assassination, and nothing can stop you. Das klingt doch sehr spannend. Hitman, World of Assassination. Fantastisch.